10 Jahre Katholische Akademie im Haus am Dom, das sind 10 Jahre Einladung zur Debatte mitten in der Stadt, 10 Jahre literarische Anschauung, Filmtagung, Konferenz, politisches Podium, 10 Jahre theologische und philosophische Reflexion und vor allen Dingen 10 Jahre Glaubenszeugnis mitten in der Stadt Frankfurt. 10 Jahre Katholische Akademie im Haus am Dom, das bedeutet auch 4000 Veranstaltungen mit mehr als 170.000 Teilnehmern und inzwischen das 21. gedruckte Halbjahresprogramm mit jeweils um die 400 Veranstaltungen. Etwas gefehlt und ich konnte nicht sagen, was es ist. Ich habe mich danach gesehnt, anzukommen, mal loszulassen, einfach mal an einem Ziel zu sein. Hier in unserem großen Saal sieht man in besonderer Weise, was die Aufgabe des Hauses am Dom und der Katholischen Akademie ist, nämlich die Moderne, die in der zeitgenössischen Architektur sich abbildet, und die Tradition, die Sie in Gestalt des Domes hinter mir sehen, miteinander in den Dialog zu bringen, heute an die Geschichte zu erinnern und deren Ertrag für die gegenwärtigen Debatten fruchtbar zu machen. Das geschieht ganz häufig hier im großen Saal, neben 6 anderen Tagungsräumen, das Herzstück des Hauses. Etwa, wenn hier Navid Kermani mit christlichen Theologen in der langen Nacht der Liebe über die Liebe in den verschiedenen Weltreligionen diskutiert. Geht es um die Verliebtheit? Während Liebe ja auch das lange Zusammenleben mit einem Menschen sein kann, das sehr viel unspektakulärer, gelegentlich auch müde, alltäglicher, langweiliger sein mag, aber das dann vielleicht in der Not auch mehr, länger hält. Dass es, um Erfahrungen zu machen, Übung braucht, wie in der Liebe auch, wenn ich Ihnen glauben darf, dann... und das ist tatsächlich in Religionen auch so. Der ersten, der jugendlichen Verliebtheit werden wir nicht zu Kindern, sondern sind es noch halb und schmecken doch schon 2 Sorten der Erkenntnis. Aber auch der interreligiöse Dialog hat seinen Ort hier im Haus bei den Veranstaltungen der Akademie. Wir haben 2-mal das 50. Jubiläum der Konzilskonstitution Nostra Aetate gefeiert, in der es um die nichtchristlichen Religionen geht. Ein Kompass weist den richtigen Weg, aber wir wissen nur zu gut, die Nadel eines Kompasses zittert oft. Manchmal wird sie auch magnetisch abgelenkt. Manches Mal verirren wir uns trotz Kompass. Über diese einschneidende Wirkung des Dokuments mit nur, ich habe es gezählt, mit nur rund 1500 Wörtern, je nach Zählung, wollen wir heute sprechen. Wir treffen uns aber regelmäßig auch mit Vertretern verschiedener Religionsgemeinschaften hier im Saal und anderswo im Haus, um die brennenden tagespolitischen Fragen des interkulturellen und interreligiösen Miteinanders hier zu verhandeln, auszutragen und nach Lösungen und einem guten Miteinander zu suchen. Musik
willkommen heißen zu dürfen zu der Veranstaltung Sterben in der Großstadt, wenn die Kriegsgeneration geht. Mit dem heutigen Thema Ihrer Veranstaltung Sterben der Großstadt, wenn die Kriegsgeneration geht, richten Sie primär Ihren Blick auf eine Generation, die Schreckenherrschaft des NS-Regimes und auch unter dem Krieg gelitten hat. Eine Generation, deren Wunden noch nicht verheilt sind. Noch mehr, diese Erlebnisse von damals verletzen auch noch heute. Ich erinnere mich daran, dass wir damals Sterbende in das Stationsbadezimmer schoben. Geh doch mal schauen, ob der schon tot ist. Wie soll ich das denn machen? Nimm einen Spiegel mit und halt ihm den vors Gesicht. Nach 10 Minuten kam ich zurück ins Stationszimmer und meinte, ich weiß nicht, ob der noch lebt. Daraufhin die Stationsschwester, dann schaue ich später selbst mal nach. Fliege ich wieder? In der Trommel? Mein Hirn sitzt schon irgendwelche Hostien verteilt. Also ich frage mich heute Abend wirklich, warum das Leid als Währung nicht mehr so richtig funktioniert in unserer Gesellschaft. Es war doch mal anders. Es gab doch Zeiten, wo man sich mit seiner Wunde nicht so verstecken musste, oder? Auch das Frankfurter Dommuseum hat eine Dépendance hier im Haus am Dom. Ein ruhiger Rückzugsort mit einer ganz eigenen Atmosphäre, das Sakristeum. Alte Kirchengeräte, Vasa Sacra, Messgewände aus dem Besitz von Frankfurter Familien- und Kirchengemeinden werden hier gezeigt und strahlen eine Atmosphäre der spirituellen Sammlung und Ruhe aus. Wir nutzen diesen Ort für Veranstaltungen, die das Ordensleben, die christliche Tradition, vor allem aber die Verwendung liturgischer Geräte neu erschließen und ausdeuten. Bischof Franz Kamphaus sagte, die Hauskapelle des Hauses am Dom ist der Dom. So würden wir uns natürlich nie über die schönste Kirche Frankfurts äußern, aber wir freuen uns nicht nur, dass der Dom in unserer Nähe liegt, sondern auch, dass wir ihn nutzen können für meditative Veranstaltungen, für Mittagsgebete, für den Gottesdienst am Aschermittwoch der Künstler. Der Dom als liturgischer Ort ist uns wichtig und tut dem Haus am Dom gut. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, nicht weil sie leiden, sondern weil sie lieben. Manchmal treffe ich Menschen, die mir sagen, dass sie sich nicht vorstellen können, nicht an irgendetwas zu glauben. Ich finde, dass das etwas Krankes hat. Der Grad an Feigheit darin ist mir einfach so unerträglich. Lauter Würde und Huld werden mich verfolgen, mein Leben lang. Und im Haus des Herrn, da darf ich wohnen für lange Zeit.